Am 5. Dezember, auf den Tag genau vor 25 Jahren, wurde der Landkreis Elbe-Elster gegründet. Gleichzeitig ist der 5. Dezember der bundesweite Tag des Ehrenamtes. Für die Landkreisverwaltung war das Grund genug, rund 300 Ehrenamtliche nach Doberle-Kirchhain einzuladen, die sich um die Geschicke in den Gemeinden und Städten des Landkreises kümmern. Ja, wir erfahren ja immer bei den unterschiedlichsten Besuchen, Terminen, dass das Ehrenamt im ländlichen Raum einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Ob bei den Blaulichtorganisationen zu Einsätzen der Katastrophe oder im normalen gemeinschaftlichen Leben, gesellschaftlichen Leben in den Dörfern, in den Städten. Ohne Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft an vielen Bereichen ärmlicher, nicht so vielfältig, nicht so interessant, ob in der kulturellen Landschaft, im Sozialwesen, in vielen, vielen Bereichen. Und deswegen ist es eine Herzensangelegenheit, auch der Verwaltung des Landkreises Elbe-Elster jährlich zum Tag des Ehrenamtes eine Veranstaltung zu machen, gemeinsam mit den Kommunen. Das hat mittlerweile Tradition. Und in diesem Jahr, anlässlich auch des 25-jährigen Bestehens des Landkreises Elbe-Elster, haben wir den Schwerpunkt gelegt, dass wir die Einladung so gestreut haben, bei denjenigen, die ehrenamtlich kommunalpolitisch Verantwortung tragen. In seiner Festansprache warf der Landrat einen Blick zurück auf den 5. Dezember 1993, als sich die Altkreise Finsterwalde, Herzberg und Bad Liebenwerda zum Landkreis Elbe-Elster zusammenschlossen. Er skizzierte noch einmal die 25 Jahre Wegstrecke bis heute und das gemeinsame Vorankommen. Elbe-Elster hat sich trotz mancher Hürden gut entwickelt und blickt mit Optimismus auf die nächsten Jahre. Es ist nicht einfach, sich inmitten der Unübersichtlichkeit der Verhältnisse politisch zu orientieren und sich nicht hinreißen zu lassen, zu schnell, zu einfachen, manchmal, bevor alle Vorschläge auf dem Tisch sind, dahergesagte Antworten. Unterschiedliche Einschätzungen gehen derzeit durch den Querschnitt aller Parteien. Genauso wie mitten durch die Familien, durch die Bekannten, durch die Freundeskreise. Selbst der Einzelne ist manchmal in sich gespalten und vertritt überraschende Meinungsmischungen. Wie also umgehen mit der Unübersichtlichkeit und Unbehagen? Es gibt jedenfalls einen Weg, der nicht geht. Und das ist die Radikalisierung, die Unfrieden schürt und das öffentliche Klima bis in manche Kommune hinein vergiften kann. In unserer Demokratie geht es vielmehr darum, der Vielfalt in der Gesellschaft Rechnung zu tragen, damit sich möglichst viele Bürger repräsentiert sehen. Lassen Sie uns also mit den Verschiedenen und mit allen, die das Argument schätzen, in das politische Gespräch eintreten. Wir sollten uns dabei wieder stärker ins Bewusstsein rufen, Kontroversen sind kein lästiges Übel, sondern notwendige Voraussetzung für das Gelingen von Demokratie. Demokratie muss Unterschiede doch nicht glattbügeln, sondern Raum geben für Differenz und Widerspruch, vor allem in einer Zeit, in der das politische Meinungsspektrum in Deutschland wieder breiter wird. Nur im Disput der Verschiedenen können Alternativen geprüft und Kompromisse gefunden werden. Nur so kann Erneuerung, die notwendige Erneuerung in der Demokratie immer wieder gelingen. Zu diesem Prozess gehört übrigens auch die kritische Selbstreflexion. Der öffentliche Diskurs, Sie wissen es alle, er ist nie perfekt und das müssen wir uns auch selbst klar machen. Und er ist in den vergangenen Jahrzehnten auch nie perfekt gewesen. Für Christian Heinrich Jaschinski, welcher im Frühjahr seine zweite Amtszeit als Landrat antrat, ist vor allem die mitunter unkonventionelle Lösungsfindung bei Problemen von Bedeutung, denn sie bringt den Landkreis zweifellos voran und schafft Freiraum für innovative Ideen, mit denen man klug eingesetzt Außergewöhnliches erreichen und Neues wagen kann. Es ist einfach ein spannendes Arbeitsumfeld, weil viele interessante Facetten immer wieder zutage kommen. Und das Schönste für mich als Landrat ist zu erleben, wenn gemeinschaftlich Probleme analysiert werden, diese besprochen werden und wenn man gemeinsam handelt. Egal aus welcher Herkunft, egal welcher politischen Überzeugung, wenn man sich den Interessen der Gesellschaft stellt, wenn man die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt. Und wenn dann unterm Strich etwas herauskommt, das ist für mich das persönlich Erfreuliche und deswegen mache ich diese Arbeit auch sehr gern. Sparkassenchef Jürgen Rieke hatte einen Scheck mit über 50.000 Euro dabei, welche er an den Landrat weiterreichte. Damit soll die Förderung und Finanzierung der Kultur im Schloss Doberle-Kirchhain sichergestellt werden.
Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten neben Schülern der Kreismusikschule Gebrüder Grauen auch das Comedy-Duo Depsch und Läpsch, alias Wolfgang Lasch und Frank Deutscher. Kann ich? Bist du so weit? Du siehst nicht so aus. Wieso denn? Ja, weil du nicht so aussiehst. Guck dich doch an. Glaubst du, das soll ich jetzt so nicht machen? Du siehst aus wie so ein Mitesser in der Band. Für das kommende Jahr sind verschiedene Veranstaltungen im Rahmen des Landkreisjubiläums geplant, unter anderem ein Neujahrskonzert am 6. Januar mit der Jungen Philharmonie Brandenburg in Bad Liebenwerda. Auch dem Ehrenamt wird weiter eine entsprechende Unterstützung durch den Landkreis zuteil. Besonderes Augenmerk legt man dabei auf die Organisation rund um die Rettungsdienste. Ja, wir haben ja in diesem Jahr einen sehr hohen Anspruch auch gehabt von den Rettungskräften im Feuerwehrwesen, aber auch den nachgeordneten Organisationen. Wir legen natürlich Wert darauf im Bereich des Katastrophenschutzes, was unsere Aufgabe ist, die notwendige Ausrüstung und bereitzustellen. Aber es geht auch einher, entsprechend die Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten, Menschen zu motivieren, zu unterstützen, ehrenamtlich auch in unserem Landkreis weiterhin tätig zu sein. Alles in allem hat sich der Landkreis in den vergangenen 25 Jahren seit seiner Gründung gut und zum Teil sogar sehr gut entwickelt. Tradition und Wandel haben den Landkreis auf dieser Wegstrecke begleitet und werden das auch weiterhin tun. Ich möchte mit Ihnen anstoßen auf weitere 25 Jahre. Man weiß ja nie, was dann kommt, heutzutage. In diesem Sinne kippen wir uns ein hinter die Binde. Zum Wohl! Jetzt gucken Sie, wie der das macht, hä? Ich kipp mal öfter mal ein hinter die Binde.